Vor über 80 Jahren, nach Jahren der Massenvernichtung, des Kanonendonnerns, der Flammenwerfer, des Giftgases, der industriellen Menschenabschlachtung, fand sich die Welt zusammen in den Vereinten Nationen und proklamierte nie wieder Krieg. In Deutschland sagte man, wehret den Anfängen. Und heute, 80 Jahre später, schlittern wir wieder in Krieg hinein, ohne nach Frieden zu suchen. Aber wo soll der Friede denn noch herkommen? Denn er ist ja innerlich nicht vorhanden. Man mache sich keine Illusionen. Die heutige Gesellschaft trägt den Krieg im Innern. Die Wirtschaft ist der moderne Kriegsschauplatz. Formulierungen wie Marktanteile erobern oder die Konkurrenz niedermachen. Ja, selbst der Aufbau der kommerziellen Unternehmen ist dem Militär entnommen. Zu diesem Zwecke lese ich jetzt eine Schrift aus 1846 von Johann Gottlieb Fichte über eben jenen Krieg unter den Menschen, wie man zum wahren Staat und Frieden kommt. Und es beginnt einleitend, wie wir gegen die Natur kämpfen, wie wir Menschen dann gegeneinander kämpfen und dann eben zur Bestimmung der Menschheit, wie auch das Buch genannt wird. Also nun Fichte. Ich esse nur und tränke, damit ich wiederum hungern, dürsten und essen und trinken könnte. So lange, bis das unter meinen Füßen eröffnete Grab mich verschlänge und ich selbst als Speise dem Boden entkeimte. Ich zeugte Wesen meinesgleichens, damit auch sie essen und trinken und sterben und Wesen ihresgleiches hinterlassen können, die dasselbe tun werden, was ich schon tat. Wozu dieser unablässige, sich selbst zurückkehrende Zirkel, dieses immer von neuem auf dieselbe Weise wieder angehende Spiel, in welchem alles wird, um zu vergehen und vergeht, um nur wieder werden zu können, wie es schon war. Dieses Ungeheuer, unaufhörlich sich selbst verschlingt, damit es sich wiederum gebären könne, sich gebärend, damit es sich wiederum verschlingen könne. Anmerkung des Lesers, das ist die Referenz auf den sogenannten Urebus, also die sich selbst verschlingende Schlange. Weiter mit Fichte. Nimmermehr kann dies die Bestimmung sein meines Seins und alles Seins. Es muss etwas geben, das da ist, weil es geworden ist und nun bleibt und nimmer werden kann, nachdem es einmal geworden ist. Und dieses Bleibende muss im Wechsel des Vergänglichen sich erzeugen und in ihm fortdauern und unversehrt fortgetragen werden auf den Wogen der Zeit. Noch erringt mit Mühe unser Geschlecht seinen Unterhalt und seine Fortdauer von der widerstrebenden Natur. Noch ist die größere Hälfte der Menschheit ihr Leben hindurch unter harte Arbeit gebeugt, um sich der kleineren Hälfte, die für sie denkt, Nahrung zu schaffen. Sind unsterbliche Geister genötigt, alles ihr Dichten und Trachten und ihre ganze Anstrengung auf dem Boden zu heften, der die Nahrung trägt. Noch ereignet es sich oft, dass wenn nun der Arbeiter vollendet hat und für seine Mühe und seiner Mühe Fortdauer verspricht, eine feindselige Witterung in einem Augenblicke zerstört, was jahrelang langsam und wohlbedächtig sich verbreitete, um den fleißigen und sorgfältigen Mann unverschuldet dem Hunger und dem Elende preisgibt. Noch immer oft genug, dass Wasserfluten, Sturmwinde, Vulkane, ganze Länder verheeren und Werke, die das Gepräge eines vernünftigen Geistes tragen, mit ihren Werkmeister zugleich dem wilden Chaos des Todes und der Zerstörung vermischen.
Noch raffen Krankheiten die Menschen ins unzeitige Grab, Männer in der Blüte ihrer Kräfte und Kinder, deren Dasein ohne Frucht und Folge vorübergeht. Noch ziehen Seuchen durch blühende Staaten. Lassen die wenigen, die ihnen entgehen, verwaist und des gewohnten Beistandes ihrer Genossen beraubt, einsam dastehen und tun alles, was an ihnen ist, um das Land der Wildnis zurückzugeben, welches der Fleiß des Menschen sich schon zum Eigentum errungen hatte. So ist es, aber so kann es nicht immer da bleiben sollen. Kein Werk, das das Gepräge der Vernunft trägt und unternommen wurde, um die Macht der Vernunft zu erweitern, kann rein verloren sein im Fortgange der Zeiten. Die Opfer, welche die unregelmäßige Gewalttätigkeit der Natur von der Vernunft zieht, müssen jene Gewalttätigkeit wenigstens ermüden, ausfüllen und versöhnen. Die Kraft, welche aus der Regel geschadet hat, kann es auf diese Weise nicht mehr sollen. Sie kann nicht bestimmt sein, sich zu erneuern. Sie muss durch einen Ausbruch von nun an auf ewig verbraucht sein. Alle jene Ausbrüche der rohen Gewalt, vor welcher die menschliche Macht in nichts verschwindet, jene verwüstenden Orkane, jene Erdbeben, jene Vulkane, können nichts anderes sein, denn das letzte Sträuben der wilden Masse gegen den gesetzmäßig fortschreitenden, belebenden und gesetzmäßigen Gang, zu welchem sie ihrem eigenen Triebe zuwider gezwungen wird. Nichts, denn die letzten erschütternden Striche der sich erst vollendeten Ausbildung unseres Erdballs. Jener Widerstand muss allmählich schwächer und endlich erschöpft werden, da in dem gesetzmäßigen Gange nichts liegen kann, das seine Kraft erneuere. Jene Ausbildung muss endlich vollendet und das uns bestimmte Wohnhaus fertig werden. Die Natur muss allmählich in die Lage eintreten, dass sich auf ihren gleichmäßigen Schritt sicher rechnen und zählen lasse und dass ihre Kraft unverrückt ein bestimmtes Verhältnis mit der Macht halte, die sie bestimmt ist, zu beherrschen. Jetzt Anmerkung des Lesers, welche Kraft wird das wohl sein, die die Natur beherrschen soll? Wieder mit Fichte, mit der menschlichen. Inwiefern dieses Verhältnis schon ist und die zweckmäßige Ausbildung der Natur schon festen Fußes gewonnen hat, soll das Menschenwerk selbst durch sein bloßes Dasein und durch seine von der Arbeit seines Wertmeisters unabhängigen Wirkung wiederum in die Natur eingreifen und neues, belebendes Prinzip in ihr darstellen. Angebaute Länder sollen den trägen, feindseligen Dunstkreis der ewigen Wälder, der Wüsteneien, der Sümpfe beleben und mildern. Geordneter und mannigfaltiger Anbau soll rund um sich her neuen Lebens- und Befruchtungstrieb in die Lüfte verbreiten. Und die Sonne soll ihre belebendsten Strahlen in diejenige Atmosphäre ausströmen, in welcher ein gesundes, arbeitsames und kunstreiches Volk atmet. Anmerkung des Lesers, man bedenke hier die Wortwahl. Sümpfe beleben, Wüsteneien mildern, geordneter, mannigfaltiger Anbau, belebende Strahlen. Also hier wird davon gesprochen, dass durch die technische Erneuerung, durch die Wissenschaft, die Menschen immer mehr die Natur beherrschen werden und mit vitalen Kräften ausstatten. Es wird hier nicht davon gedacht, dass Vertical Farming oder dass Burger aus Archaeen oder Bakterien hergestellt werden. Er sieht hier belebende Kräfte am Werke. Weiter mit Fichte. Im Andrange der Not, zuerst geweckt, soll späthin besonnener und ruhig die Wissenschaft eindringen in die unverrückbaren Gesetze der Natur. Die ganze Gewalt dieser Natur übersehen und ihre möglichen Entwicklungen berechnen lernen, soll eine neue Natur im Begriffe sich bilden und an
die Lebendige und Tätige eng sich anschmiegen und ihr auf dem Fuße folgen. Anmerkung des Lesers, hier haben wir es, eng an die Natur anschmiegen, ihr auf dem Fuße folgen und sie noch weiter kultivieren. Man bedenke, was bereits der Mensch kultiviert hat an der Natur, welch große Früchte. Okay, weiter mit Fichte. Und jede Erkenntnis, welche die Vernunft der Natur abgerungen, soll aufbehalten werden im Laufe der Zeiten und Grundlage neuerer Erkenntnis werden für den gesamten Verstand unseres Geschlechts. Wieder Anmerkung, gemeinsamen Verstand unseres Geschlechts bedeutet für alle. Und man bedenke, was Patente in diesem Zusammenhang sind. Es ist eine Privatisierung der Erkenntnis und des Gewinns. Weiter mit Fichte. So soll uns die Natur immer durchschaubarer und durchsichtiger werden, bis in ihr geheimstes Inneres und die erleuchtete und durch ihre Erfindung bewaffnete menschliche Kraft soll ohne Mühe dieselbe beherrschen und einmal gemachte Eroberung friedlich behaupten. Auch interessant, friedlich behaupten heißt respektvoll mit der Natur umgehen. Ich wiederhole noch einmal, auf dem Fuße folgen, sich anschmiegen, friedlich behaupten. Also jetzt wieder Fichte. Es soll allmählich keines größeren Aufwandes an mechanischer Arbeit bedürfen, als ihr der menschliche Körper bedarf zu seiner Entwicklung, Ausbildung und Gesundheit. Und diese Arbeit soll aufhören, Last zu sein. Denn das vernünftige Wesen ist nicht zum Lastenträger bestimmt. Anmerkung des Lesers, der Mensch ist nicht zum Lastenträger bestimmt. Und unsere prometische Kraft, uns selbst Technik, Technologie, Erleichterung in der Arbeitsweise zu schaffen, soll uns entlasten. Aber wir sollen auch uns anschmiegen an die Natur, ihren Gesetzen folgen und sie nur noch weiter veredeln. Weg von der Natur kommen wir jetzt auf die menschliche Sphäre. Wieder Fichte. Aber es ist nicht die Natur, es ist die Freiheit selbst, die die meisten und die fürchterlichsten Unordnungen unter unserem Geschlechte verursacht. Des Menschen grausamster Feind ist der Mensch. Anmerkung des Lesers, es grüßt Thomas Hobbes, Homo homini lupus. Noch einmal, des Menschen grausamster Feind ist der Mensch. Noch durchdringen gesetzlose Horden von Wilden ungeheure Wüsteneien. Sie begegnen sich in der Wüste und werden einander zur festlichen Speise. Oder, wo die Kultur die wilden Haufen endlich unter das Gesetz zu Völkern vereinigte, greifen die Völker an mit der Macht, die ihnen die Vereinigung gab und das Gesetz. Den Mühseligkeiten und den Mangel trotzend durchziehen die Heere friedlich den Wald und Feld. Sie erblicken einander und der Anblick von ihresgleichen ist Mordeslosung. Mit dem Höchsten, was der menschliche Verstand ersonnen, ausgerüstet, durchschneiden die Kriegsflotten den Ozean, durch Sturm und Wellen hindurch drängen sich Menschen, um auf der einsamen, unwirtbaren Fläche Menschen zu suchen. Sie finden sie und trotzen der Wut der Elemente, um mit eigener Hand sie zu vertilgen. Anmerkung des Lesers, man bedenke, was für eine Verschwendung diese ganze Kreativität in Waffenentwicklung ist. Ja? Nur, dass wir uns gegenseitig noch besser abschlachten können. Weiter mit Fichte. Im Innern der Staaten selbst, wo die Menschen zur Gleichheit unter dem Gesetz vereinigt zu sein scheinen, ist größtenteils noch immer Gewalt und List. Was unter dem ehrwürdigen Namen des Gesetzes herrscht, hier wird der Krieg umso schädlicher geführt, weil er sich nicht als Krieg ankündigt und dem Befehdeten sogar den Vorsatz raubt, sich gegen ungerechte Gewalt zu verteidigen. Anmerkung des Lesers, hier wird Bezug genommen auf den verschleierten Krieg, der unter Gewalt und List mit Spiegelfechten geführt wird
und, Zitat, dem Befehdeten sogar den Vorsatz raubt, sich gegen ungerechte Gewalt zu verteidigen. Wieder weiter mit Fichte. Kleinere Verbindungen, Anmerkung hier, sind die Geheimgesellschaften gemeint. Nochmal, kleinere Verbindungen freuen sich laut der Unwissenheit, der Torheit, des Lasters und des Elends, welche die größeren Haufen ihrer Mitbrüder versunken sind. Machen es sich laut zum angelegensten Zwecke, sie darin zu erhalten und sie tiefer hineinzustürzen, damit sie dieselben ewig zu Sklaven behalten und jeden zu verderben, der es wagen sollte, sie zu erleuchten und zu verbessern. Noch kann überall kein Vorsatz irgendeiner Besserung gefasst werden, der nicht ein Herr der mannigfaltigsten, selbstsüchtigsten Zwecke aus ihrer Ruhe aufrege und zum Kriege reize, der nicht die verschiedensten und einander widersprechendsten Denkarten zum einmütigen Kampfe gegen sich verbinde. Das Gute ist immer das Schwächere, denn es ist einfach und kann nur um seiner selbst willen geliebt werden. Na, interessant nochmal. Das Gute ist immer das Schwächere, denn es ist einfach und kann nur um seiner selbst willen geliebt werden. Das Böse lockt jeden Einzelnen mit der Versprechung, die für ihn die verführendste ist. Und die Verkehrten unter sich selbst im ewigen Kampfe schließen Waffenstillstand, sobald das Gute sich blicken lässt. Um diesem mit vereinigter Kraft ihres Verderbens entgegenzutreten. Jedoch, kaum bedarf es dieses Widerstandes, denn noch immer bekämpfen aus Missverstand und Irrtum, aus Misstrauen und aus geheimer Eigenliebe die Guten einander selbst. Oft umso heftiger, je ernstlicher jeder von seiner Seite, was er fürs Beste erkennt, durchzusetzen strebt. Entschuldigung, und reiben eine Kraft, die vereinigt, kaum dem Bösen die Waage halten würde, im Streite gegeneinander selbst auf. Da tadelt einer den anderen, dass er mit stürmischer Ungeduld alles übereile und nicht erwarten könne, bis der gute Erfolg gehörig vorbereitet sei. Während der andere diesen beschuldigt, dass er aus Zaghaftigkeit und Feigheit nichts auszuführen, gegen seine bessere Überzeugung alles lassen wolle, wie es ist, und dass für ihn die Stunde des Handelns wohl nie anbrechen werde. Und nur der Allwissende könnte sagen, ob einer und welcher von beiden an diesem Streite Recht habe. Da hält fast jeder das Geschäft, dessen Notwendigkeit ihm gerade am meisten einleuchtet, und um dessen Ausführung er sich die meiste Fertigkeit erworben und das für das Wichtigste und Angelegenste für den Punkt, von welchem aus alle anderen Verbesserungen ausgehen müssen, und fordert alle Guten auf, ihre Kräfte mit ihm zu vereinigen und sie ihm für die Ausführung seines Zweckes unterzuordnen und hält es für Verrat an der guten Sache, wenn sie sich dessen weigern. Indes die anderen von ihrer Seite dieselben Ansprüche an ihn machen und ihn desselben Verrates beschuldigen, wenn er sich weigert. Anmerkung des Lesers, das könnte man heute als Filterbubbles bezeichnen oder Irrungen, weil jeder pocht, allein die Wahrheit zu haben und das für das Wichtigste hält, ohne sich auf seinen Mitmenschen einzulassen, da ja seine Überzeugung so fest ist, dass man sie dem anderen nur überstülpen müsse. Weiter mit Fichte. So scheinen alle guten Vorsätze unter den Menschen in leere Bestrebungen zu verschwinden, die keine Spur ihres Daseins hinter sich lassen. Indes alles so gut oder so schlecht geht, als es ohne diese Bestrebung durch den blinden Naturmechanismus gehen kann und ewig fortgehen wird. Ewig fortgehen wird? Nimmermehr, wenn nicht das ganze menschliche Dasein ein zweckloses und nichtsbedeutendes Spiel ist. Jene wilden Stämme können nicht immer wild bleiben sollen. Es kann kein Geschlecht erzeugt sein mit, jetzt kommt der große Punkt, mit allen Anlagen zur vollkommenen Menschheit. Ich lese es nochmal. Es kann kein Geschlecht erzeugt sein mit allen Anlagen zur vollkommenen Menschheit, dass da bestimmt wäre, diese Anlagen nie zu entwickeln.
und nie mehr zu werden als das, wozu die Natur eines künstlichen Tieres völlig hinreichte. Jene Wilden sind bestimmt, die Stammväter kräftiger und gebildeter, würdiger Generationen zu sein. Außerdem ließe sich kein Zweck ihres Daseins denken, noch die Möglichkeit dieses Daseins in einer vernünftig eingerichteten Welt begreifen. Wilde Stämme können kultiviert werden, denn sie sind es schon worden. Und die kultiviertesten Völker der neuen Welt stammen selbst von Wilden ab. Ob nun die Bildung unmittelbar aus der menschlichen Gesellschaft sich natürlich entwickle, oder ob sie immer durch Unterricht und Beispiel von außen kommen müsse und die erste Quelle aller menschlichen Kultur in einem übermenschlichen Unterrichte zu suchen sei, auf demselben Wege, auf welchen die ehemaligen Wilden nunmehr zur Kultur gelangt sind, werden auch allmählich die gegenwärtigen sie erhalten. Sie werden allerdings durch dieselben Gefahren und Verderbnisse der ersten bloß sinnlichen Kultur hindurchgehen, von welchen gegenwärtig die gebildeten Völker gedrückt sind. Aber sie werden dadurch denn doch in Vereinigung mit dem großen Ganzen der Menschheit treten und fähig werden, an den weiteren Fortschritten derselben Anteil zu nehmen. Jetzt kommt der springende Punkt. Es ist die Bestimmung unseres Geschlechts, sich zu einem einigen, in allen seinen Teilen durchgängig mit sich selbst bekannten und allenthalben auf die gleiche Weise ausgebildeten Körper zu vereinigen. Anmerkung des Lesers: Fichte spricht davon, dass die Menschheit eine Einheit werden soll, die sich selbst kennt. Eine Einheit mit unterschiedlichen Anlagen. So wie die Hände nicht die Füße sein können und der Kopf nicht die Brust, so hat jedes Volk unterschiedliche Befähigung. Man denke hierbei beispielsweise an die Ausgewogenheit der Asiaten, die Philosophie an Balance und ihrem Vermögen, sich einzufühlen in andere. Oder man denke an oder die Reaktivität der asiatischen Kultur. Man denke an das Vorstrebende, das an der Natur werkelnde, materialistische der amerikanischen Kultur. Oder das Emotionale der italienischen oder die Lebensfreude der Afrikaner oder das Durchdenken und Dichten der Deutschen. Also das sind jetzt keine Stereotype und ich will sagen, dass jede Kultur oder jeder Volksgeist seine eigenen Qualitäten hat, die zum Ganzen der Menschheit beitragen sollen. Oder anders gesprochen, ein Orchester hat unterschiedliche Instrumente und die Violine kann nicht die Rolle des Bass einnehmen, der Bass kann nicht die Rolle der Trompete einnehmen, aber alle zusammen spielen die Harmonie. Weiter mit Fichte. Noch einmal, es ist die Bestimmung unseres Geschlechts, sich zu einem einigen in allen Teilen, durchgängig mit sich selbst bekannten und allenthalben auf gleiche Weise ausgebildeten Körper zu vereinigen. Die Natur und selbst die Leidenschaften und Laster der Menschen haben von Anfang an gegen dieses Ziel hingetrieben. Es ist schon ein großer Teil des Weges zu ihm zurückgelegt. Und es lässt sich sicher darauf rechnen, dass dasselbe, die Bedingung des weiteren gemeinschaftlichen Fortschrittes, zu seiner Zeit erreicht sein werde. Befrage man doch die Geschichte nicht, ob die Menschen im Ganzen rein sittlicher geworden, zu ausgedehnter, umfassender, gewaltiger Willkür sind sie herangewachsen. Anmerkung des Lesers: Ja, man bedenke die Gräueltaten des 20. Jahrhunderts, die vorher auf dieser industriellen Ebene, auf dieser Skala nie möglich waren. Ja, die kultivierten Nationen. Weiter mit Fichte. Aber beinahe wurde es notwendig durch die Lage, dass sie diese Willkür fast nur zum Bösen anwendeten. Befrage man sie ebenso wenig, also gemeint ist die Geschichte, ob auf einige wenige Punkte zusammengedrängte ästhetische Bildung und Verstandeskultur der Vorwelt
nicht der neueren Welt dem gerade nach übertroffen haben möchte. Es könnte kommen, dass man eine beschämende Antwort erhielte und dass in dieser Rücksicht auf das Menschengeschlecht durch sein Alter nicht vorrückt, sondern zurückgekommen zu sein schiene. Anmerkung des Lesers: Ja, was die Architektur betrifft, man vergleiche die Jahrhundertwende-Bauten oder Art Deco mit den heutigen kubischen Formen. Weiter mit Fichte. Aber befrage man sie, die Geschichte, in welchen Zeitpunkte die vorhandene Bildung am weitesten ausgebreitet und unter die mehrsten Einzelnen verteilt gewesen, und man wird ohne Zweifel finden, dass von Anfange der Geschichte an bis auf unsere Tage die wenigen lichten Punkte der Kultur sich von ihrem Mittelpunkte aus erweitert und auf einen Einzelnen nach dem anderen und ein Volk nach dem anderen ergriffen haben und dass diese weitere Verbreitung der Bildung unter unseren Augen fortdauere. Ja, das bedeutet, die Bildung der Menschheit schreitet voran und immer mehr werden ihrer teilhaftig. Weiter mit Fichte. Und dies war das erste Ziel der Menschheit auf ihrer unendlichen Bahn. Bis diese erreicht, bis die vorhandene Bildung jedes Zeitalters über den ganzen bewohnten Erdball verteilt und unser Geschlecht der uneingeschränkten Mitteilung mit sich selbst fähig ist, muss eine Nation die andere, ein Weltteil den anderen, auf der gemeinschaftlichen Bahn erwarten und jeder dem allgemeinen Bunde, um dessen Willen sie allein da sind, seine Jahrhunderte des scheinbaren Stillstandes bis dies erreicht ist, bis die vorhandene Bildung jedes Zeitalters über den gesamten bewohnten Erdball verteilt und unter unser Geschlecht der uneingeschränktesten Mitteilung mit sich selbst fähig ist, muss eine Nation die andere, ein Weltteil den anderen, auf der gemeinschaftlichen Bahn erwarten und jeder dem allgemeinen Bunde, um dessen Willen allein sie selbst da sind, seine Jahrhunderte des scheinbaren Stillstandes oder Rückganges zum Opfer bringen. Dem allgemeinen Bunde, um dessen Willen allein sie selbst da sind. Da muss ich unweigerlich an Beethoven denken. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Doch alle Rücktritte oder Stillstände werden zum Opfer gebracht, dazu, dass wir alle miteinander uns zum bewusst und erkennend werden. Okay, weiter wieder mit Fichte. Nachdem jenes erste Ziel erreicht sein wird, nachdem alles Nützliche, was wir am Ende der Erde gefunden worden, sogleich allen bekannt und mitgeteilt werden wird, dann wird ununterbrochen, ohne Stillstand und Rückgang, mit der gemeinschaftlicher Kraft und einem Schritte die Menschheit zu einer Bildung sich erheben, für welche uns an Begriffen mangelt. Anmerkung des Lesers, das heißt, nicht einmal Fichte kann erläutern, was für eine Utopie, was für eine Großartigkeit dieser Zeitpunkt sein wird. Wir können es mit Worten nicht bezeichnen. Es mangelt selbst ihm an Begriffen. Okay, dann weiter mit Fichte. Im Innern jener sonderbaren Verbindung, die das Vernunftlose ungefähr zusammengebracht und welchen man Staaten nennt. Ja, es ist so schön, dass ich es nochmal lese. Im Innern jener sonderbaren Verbindung, die das Vernunftlose ungefähr zusammengebracht und welche man Staaten nennt, erhält, nachdem sie nur eine Zeit lang ruhig bestanden haben, der gegen die noch neue Unterdrückung gereizte Widerstand erschlafft ist und die Gärung der verschiedenen Kräfte sich gesetzt hat, der Missbrauch
durch seine Fortdauer und allgemeine Duldung eine Art fester Form. Oh, das ist auch gut. Ich lese es nochmal, weil man mache sich hier bewusst, was denn Staaten eigentlich sind, die aktuellen. Der Missbrauch aufgrund seiner Fortdauer und durch die allgemeine Duldung bekommt eine Art fester Form, wie jetzt Fichte, und die herrschenden Stände im unbestrittenen Genusse ihrer errungenen Vorrechte haben nichts mehr zu tun, als dieselben zu erweitern und auch die Erweiterung derselben eine feste Form zu geben. Durch diese Unersättlichkeit getrieben, werden sie dieselben von Geschlecht zu Geschlecht erweitern und nimmer sagen, hier ist's gut, bis endlich die Unterdrückung das höchste Maß erreicht hat und völlig unerträglich geworden ist und die Unterdrückten von der Verzweiflung die Kraft zurückerhalten, die ihnen schon seit Jahrhunderten ausgetilgter Mut nicht geben konnte. Das ist interessant, weil Fichte sagt hier, dass die Unterdrückung zwangsläufig stärker werden wird und die Verfestigung der Macht der wenigen und dass die Unterdrückten irgendwie diesen Punkt erreichen müssen, den Wendepunkt, wo sie von der Verzweiflung ihre Kraft zurückerhalten, die ihnen ihr schon seit Jahrhunderten ausgetilgter Mut nicht geben konnte. Weiter wieder mit Fichte. Sie werden dann nicht länger einen unter sich dulden, der sich nicht begnügt, allen gleich zu sein und zu bleiben, um vor gegenseitiger Gewalttätigkeit untereinander selbst und vor neuer Unterdrückung sich zu schützen, werden sie alle untereinander die gleichen Verbindlichkeiten auferlegen. Ihre Verabredungen, in welchen jeder über sich beschließt, was er beschließt, und nicht über einen Untergebenen, dessen Leiden ihm nie wehtun, und dessen Schicksal ihn selbst nie treffen wird. Diese Verabredung, nach denen keiner hoffen kann, dass er es sein werde, der die unverstattete Ungerechtigkeit ausüben, sondern jeder befürchten muss, dass er sie erdulden werde. Diese Verabredung werden allein den Namen einer Gesetzgebung verdienen, die etwas anderes ist als jene Verordnung der verbündeten Herren an die zahllosen Herden ihrer Sklaven. Diese Verabredungen werden notwendig sein und den wahren Staat begründen, in welcher jeder Einzelne durch die Sorge für seine eigene Sicherheit unwiderstehlich gezwungen sein wird, die Sicherheit aller anderen ohne Ausnahme zu schonen, da, zufolge der getroffenen Errichtung, jede Beschädigung, die er dem anderen zufügen will, nicht den anderen trifft, sondern unfehlbar auf ihn selbst zurückfällt. Durch die Errichtung dieses einen wahren Staates, die feste Begründung des innerlichen Frieden, ist zugleich der auswärtige Krieg, wenigstens mit wahren Staaten, seiner Möglichkeit nach abgeschnitten. Sehr interessant. Also hier sagt er, dass der innere Friede, die Begründung des innerlichen Friedens, macht die Unterdrückung unmöglich. Und der wahre Bund der Menschen besteht darin, nie andere zu unterdrücken. Ich lese es noch einmal. Durch die Errichtung dieses einen wahren Staates, die feste Begründung des innerlichen Friedens, ist zugleich der auswärtige Krieg, wenigstens mit wahren Staaten, seiner Möglichkeit nach abgeschnitten. Schon um seines eigenen Vorteils willen, schon in seinem eigenen Bürger keinen Gedanken an Unrecht, Raub oder Gewalttätigkeit aufkommen und ihm keine Möglichkeit des Gewinns übrig lassen, außer durch Fleiß und Arbeitsamkeit in der vor dem Gesetz angewiesenen Sphäre, muss jeder Staat die Verletzung eines Bürgers des benachbarten Staats ebenso streng verbieten und so sorgfältig verhindern, so genau ersetzen lassen und so hart bestrafen, als ob sie an dem eigenen Mitbürger ausgeübt worden wäre. Dieses Gesetz über die Sicherheit der Nachbarn ist notwendiges Gesetz jedes Staates, der kein Räuberstaat ist.
Anmerkung des Lesers. Man bedenke, wie Staaten heute miteinander umgehen. Es sind Gruppenegoismen, die da gegeneinander gehen. Und ich lese jetzt noch einmal Fichte, dass die Sicherheit des anderen oberstes Kriterium sein muss und auch damit die eigene Sicherheit begründet. Also Fichte, dieses Gesetz über die Sicherheit der Nachbarn ist notwendiges Gesetz jedes Staates, der kein Räuberstaat ist. Und hierdurch ist dann die Möglichkeit jeder gerechten Klage eines Staates gegen den anderen und jeder Fall der Notwehr unter den Völkern völlig aufgehoben. Es gibt nicht notwendig und fortdauernd unmittelbare Verhältnisse der Staaten als solcher zueinander, über die sie in Streit geraten können. Es gibt in der Regel nur Beziehungen der einzelnen Mitbürger eines Staates auf die einzelnen Mitbürger des anderen. Nur in der Person eines seiner Bürger könnte ein Staat verletzt werden. Aber diese Verletzung wird auf der Stelle ersetzt und so der beleidigte Staat befriedigt. Es gibt zwischen solchen Staaten keinen Rang, der da beleidigt, keinen Ehrgeiz, der da verletzt werden könnte. Zur Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines fremden Staates ist kein Beamter bevollmächtigt, noch kann er dazu versucht werden, indem er ihm für seine Person nicht der geringste Vorteil aus einem solchen Einfluss entstehen könnte. Dass eine ganze Nation beschließen solle, des Raubes halber ein benachbartes Land mit Kriege zu überziehen, ist unmöglich. Indem in einem Staate, in welchem alle gleich sind, der Raub nicht die Beute einiger wenigen werden, sondern unter allen gleich verteilt werden müsse. Dieser Anteil des Einzelnen aber ihm nimmermehr die Mühe des Krieges lohnen würde. Nur da, wo der Vorteil den wenigen Unterdrückern zuteil wird, der Nachteil aber, die Mühe, die Kosten, auf das zahllose Heer der Sklaven fällt, ist ein Raubkrieg möglich und begreiflich. Anmerkung des Lesers, Stichwort Waffenindustrie, Stichwort Oligarchie. Nur wenige Menschen verdienen am Krieg. Banken, Waffenlobby und zahllose Menschen geben ihr Leben, ihre Kinder, ihre Häuser. Schau sich nur an die Verwüstung, die Kriege da ziehen. Und ja, die einen wenigen trinken Blut und Champagner, während der Großteil leidet. Also nochmal Fichte, nur da, wo der Vorteil den wenigen Unterdrückern zuteil wird, der Nachteil aber, die Mühe, die Kosten auf das zahllose Heer der Sklaven fällt, ist ein Raubkrieg möglich und begreiflich. Nicht von Staaten ihresgleichen können diese Staaten Krieg zu befürchten haben. Lediglich von Wilden oder Barbaren, die die Ungeschicklichkeit durch Arbeit sich zu bereichern, zum Raube reizte, oder von Sklavenvölkern, die durch ihre Herren auf einen Raub ausgetrieben würden, von welchen sie selbst nie etwas genießen werden. Gegen die Ersteren ist ohne Zweifel schon jeder einzelne Staat durch die Künste der Kultur der Stärkere. Gegen die Letzteren durch Verbindung sich zu stärken, heischt der gemeinsame Vorteil aller. Kein Staat kann Verfassungen, deren Oberherren Vorteile davon haben, wenn sie benachbarte Völker unterjochen und die daher nur durch ihr bloßes Dasein die Ruhe der Nachbarn unaufhörlich bedrohen, vernünftigerweise neben sich dulden. Die Sorge für ihre eigene Sicherheit nötigt alle freie Staaten, alles um sich herum gleichfalls in freie Staaten umzuschaffen, um so ihres eigenen Wohles willen das Reich der Kultur über die Wilden, das Reich der Freiheit über die Sklavenvölker rund um sich zu verbreiten. Bald werden sie durch die sich gebildeten oder befreiten Völker mit ihnen noch barbarische oder sklavische Nachbarn in dieselbe Lage geraten, in welcher die früheren Freien vor kurzem noch mit ihnen selbst waren
und genötigt sein, dasselbe für diese zu tun, was soeben für sie geschah. Und so wird denn, nachdem nur einige wahrhaft freie Staaten entstanden, notwendig das Gebiet der Kultur und der Freiheit, um mit ihm des allgemeinen Friedens allmählich den ganzen Erdball umschlingen. Anmerkung des Lesers: Das klingt sehr schön und es gab in der Geschichte solche Impulse. Man bedenke nur Michail Gorbatschow, der Atomwaffen einfach abbauen wollte, der gesagt hat, wozu denn dieses ganze Wettrüsten? Das ist doch alles sinnlos. Dieser Mann wurde verlacht und geputscht. Also wieder zeigt sich, dass das Gute das Schwächere ist. Aber Fichte meint, dass es notwendig dazu kommt, wenn ein Volk erstmal befreit ist, sich wirklich frei gemacht hat und seiner Meinung nach den wahren Staat geschaffen hat, dieser Impuls weiterträgt. So, wieder weiter mit Fichte. So erfolgt notwendig aus der Errichtung einer rechtlichen Verfassung im Inneren und aus der Befestigung des Friedens zwischen den Einzelnen Rechtlichkeit in äußeren Verhältnissen der Völker gegeneinander und der allgemeine Friede der Staaten. Jene Errichtung einer rechtlichen Verfassung im Innern aber und die Befreiung des ersten Volkes, das da wahrhaft frei wird, erfolgt notwendig aus dem stets wachsenden Drucke der herrschenden Stände auf die Beherrschten, so lange, bis er unleidlich wird. Referenz noch einmal hier zu dem, was er vorher gesagt hat. Die Unterdrückung muss immer stärker werden. Die herrschenden Stände werden das auch weiter tun, bis die Unterdrückung unerträglich wird. Also noch einmal, stets wachsenden Drucke der herrschenden Stände auf die Beherrschten, so lange, bis er unleidlich wird. Ein Fortschritt, welchen man den Leidenschaften und der Verblendung jener Stände, also der Unterdrückenden, auch wenn sie gewarnt werden, sehr ruhig überlassen kann. In diesem einzig wahren Staate wird überhaupt alle Versuchung zum Bösen, ja sogar die Möglichkeit, vernünftigerweise eine böse Handlung zu beschließen, rein abgeschnitten sein, und es wird dem Menschen so nahegelegt werden, als es ihm gelegt werden kann, seinen Willen auf das Gute zu richten. Es ist kein Mensch, der das Böse liebe, weil es böse ist. Er liebt in ihm nur die Vorteile und Genüsse, die es ihm verheißt und die es ihm in der gegenwärtigen Lage der Menschheit mehrenteils wirklich gewährt. Solange diese Lage fortdauert, solange ein Preis auf Laster gesetzt ist, ist eine gründliche Verbesserung des Menschen im Ganzen kaum zu hoffen. Aber in einer bürgerlichen Verfassung, wie sie sein soll, wie sie durch die Vernunft gefordert wird, wie der Denker leicht sie beschreibt, ohne Erachter bis jetzt sie nirgends findet, wie sie sich unter dem ersten Volke, das sich wahrhaft befreit, notwendig bilden wird, in einer solchen Verfassung zeigt das Böse keine Vorteile, sondern vielmehr die sichersten Nachteile. Und durch die bloße Selbstliebe wird die Ausschweifung der Selbstliebe in ungerechte Handlung unterdrückt. Nach der untrüglichen Errichtung eines solchen Staates ist jede Bevorteilung und Unterdrückung des anderen, jede Vergrößerung auf desselben Kosten nicht nur sicher vergeblich und alle Mühe dabei verloren, sondern sie kehrt sich sogar gegen ihren Urheber. Und ihn selbst trifft unausbleiblich das Übel, das er dem anderen zufügen wollte. In einem Staate außer seinem Staate, noch einmal, in einem Staate außer seinem Staate, auf dem ganzen Erdboden trifft er keinen, den er ungestraft beleidigen könne. Aber es ist nicht zu erwarten, dass jemand Böses beschließen werde, bloß um Böses zu beschließen, ohne Erachter er es nie ausführen kann und nichts daraus erfolgt als sein eigener Schade. Der Gebrauch der Freiheit zum Bösen ist aufgehoben. Der Mensch muss sich entschließen, diese, seine Freiheit, entweder gänzlich aufzugeben und geduldig ein leidendes Rad an der großen Maschine des Ganzen zu werden, oder dieselbe auf das Gute zu wenden.
Der Mensch muss sich entschließen, diese seine Freiheit entweder gänzlich aufzugeben und geduldig ein leidendes Rad in der großen Maschine des Ganzen zu werden, oder diese auf das Gute zu wenden. Und so wird dem auf dem so bevorbereiteten Boden leicht das Gute gedeihen. Nachdem keine selbstsüchtigen Absichten mehr die Menschen zu teilen und ihre Kräfte im Kampfe untereinander selbst aufzureiben vermögen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihre vereinigte Macht gegen den einen gemeinschaftlichen Gegner zu richten, der ihnen noch übrig ist. Die widerstrebende, ungebildete Natur. Nicht mehr getrennt durch Privatzwecke. Sehr interessant. Nicht mehr getrennt durch Privatzwecke verbinden sie sich notwendig zu einem, einigen gemeinsamen Zwecke und es entsteht ein Körper. Und es entsteht ein Körper, der in allenthalben derselbe Geist und dieselbe Liebe belebt. Anmerkung des Lesers. Das ist eigentlich, die Christen sagen, ein Körper in Christus. Oder was du dem Geringsten getan hast, das hast du mir getan. Also hier findet sich eigentlich eine christliche Vorstellung. Ich lese es noch einmal. Nicht mehr getrennt durch Privatzwecke verbinden sie sich notwendig zu einem einigen gemeinsamen Zwecke. Und es entsteht ein Körper, der in allenthalben derselbe Geist und dieselbe Liebe belebt. Jeder Nachteil des Einzelnen ist nun, da er nicht mehr Vorteil für irgendeinen anderen sein kann, Nachteil für das Ganze und für jedes einzelne Glied desselben und wird in jedem Gliede mit demselben Schmerze empfunden und mit derselben Tätigkeit ersetzt. Jedem Fortschritt, den ein Mensch macht, hat die ganze menschliche Natur gemacht. Hier, wo das kleine, enge Selbst der Person schon durch die Verfassung vernichtet ist, liebt jeder jeden anderen wahrhaft als sich selbst, als Bestandteil eines großen Selbst, das allein für seine Liebe übrig bleibt und von dem auch er nichts mehr ist als ein bloßer Bestandteil, der nur dem Ganzen zugleich gewinnen oder verlieren kann. Ja. Also das heißt, Entschuldigung, ist Anmerkung jetzt, wenn einer noch mehr liebt, noch mehr Freude hat und sich noch mehr widmet, dann freut man sich umso mehr. Ja, und trifft dann, also, weil man freut sich, dass es eben noch weiter potenziert sein kann als das, was man selbst schon versucht. Weiter mit Fichte. Hier ist der Widerstreit des Bösen gegen das Gute aufgehoben. Denn es kann kein Böses mehr aufkommen. Der Streit der Guten untereinander, selbst über das Gute, verschwindet. Nun es ihnen erleichtert ist, das Gute wahrhaft um sein Selbst, nicht um ihrer selbst willen, als der Urheber davon zu lieben. Nun es ihnen nur noch darum zu tun sein kann, dass es geschehe, dass die Wahrheit gefunden, dass die nützliche Tat ausgeführt werde, nicht aber durch wen es geschehe. Ja, edel, hilfreich und gut sei der Mensch. Also wieder Fichte. Hier ist jeder immer in Bereitschaft, seine Kraft an die Kraft des anderen anzuschließen und sie der des anderen unterzuordnen, wer nach dem Urteile aller das Beste am besten ausführen wird. Den werden alle unterstützen und des Gelingens mit gleicher Freude genießen. Dies ist der Zweck unseres irdischen Lebens, den uns die Vernunft aufstellt und für dessen unfehlbare Erreichung sie birgt. Es ist dies kein Ziel, nach dem wir nur mehr zu streben hätten, um unsere Kräfte an etwas Großem zu üben.
dessen Wirklichkeit aber wir etwa aufgeben müssten. Es muss wirklich werden. Es muss in irgendeiner Zeit erreicht sein sollen, dieses Ziel. So gewiss eine Sinnenwelt ist und ein vernünftiges Geschlecht in der Zeit, bei welchen außer jenem Zweck sich gar nichts Ernsthaftes und Vernünftiges denken lässt. Und dieses Dasein allein durch jeden Zweck begreiflich macht. Soll nicht das ganze menschliche Leben sich verwandeln in ein Schauspiel für einen bösartigen Geist, der den Arm unter unaustilgbaren Streben nach dem Unvergänglichen noch einmal. Soll nicht das ganze menschliche Leben sich verwandeln in ein Schauspiel für einen bösartigen Geist, der den Armen dieses unaustilgbare Streben nach dem Unvergänglichen einpflanzte, bloß um sich an ihrem unaufhörlichen Ringen nach dem, was sie unaufhörlich flieht, an ihrem jedes Mal wiederholten Haschen nach dem, was ihnen abermals entschlüpfen wird, an ihrem rastlosen Herumtreiben im stets wiederkehrenden Kreise zu belustigen und ihres Ernstes beim abgeschmackten Possenspiel zu lachen. Soll nicht der Weise, der dieses Spiel bald durchschauen und den es verdrießen wird, seine Rolle in demselben fortführen, das Leben von sich werfen und der Augenblick des Erwachens zur Vernunft, der Augenblick des irdischen Todes werden. So muss jener Zweck erreicht werden. Oh, er ist erreichbar, im Leben und durch das Leben, denn die Vernunft gebietet mir zu leben. Er ist erreichbar, denn ich bin.